Vor 8 Monaten habe ich euch genau das hier gesagt. Jeder bekommt dieses Display plus dieses Promo-Booster mal 4. Nicht nur eins, 4 Stück für 48 Euro. Jeder. Und da ist es. 4 Promo-Packs. Sind diese Packs durchleuchtet oder nicht? Einmal hier ein bisschen Werbung für das neue Set. Sehr interessant. Und das Display. Lohnt sich dieser Restock von dem 25th Anniversary Set? Zukunfts-Ich hier. Ich verlose alle doppelten Karten aus dem goldenen Pikachu-Set. Was müsst ihr dafür machen? Lasst ein Like und ein Abo da mit der Glocke. Ganz wichtig. Und schreibt einen Kommentar. Wie fandet ihr das Opening? Wie reicht es, wenn ich die Karten einmal habe? Das Giveaway wird morgen tatsächlich schon im Livestream ausgelost. Viel Erfolg. Echt sehr, sehr gut aus. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten 25th Anniversary Set Booster. Und wir wissen, Leute, daraus gibt es das Gold Mew. Das ist vor allem das erste Mal, dass ich dieses Set aufmache. Kyogre, Groudon. Und wir haben ein Pikachu V. Es fängt direkt mit so einer guten Karte an. Sehr nice. Und man hat hier halt die Chance auf das goldene Mew, was ich tatsächlich bei unserem Set Celebrations nie ziehen darf. Ich habe so viel schon aufgemacht, aber ich darf es nicht ziehen. Aber schaut euch mal diese Karten an. Die sehen schon sehr, sehr, sehr nice aus. Wunderschöne Karten im Japanischen. Und da kann man auf alle Fälle hier bestimmt das. Ihr seht hier, es hat hier einen speziellen Holo-Effekt. Kommt aber nicht so rüber, weil es etwas zu hell ist. Und die Promo-Packs werden wir auch jetzt gleich das erste aufmachen. Wir machen es im Wechsel. Ein paar von dem Set hier, ein paar von den Promo-Boostern. Und wir können hier alle Karten. Boah, das sieht auch echt nice aus. Mir fehlen jetzt sogar noch ein paar für das Master-Set. Ausgeschlossen mit den Promo-Packs. Und hier ist das erste Promo-Pack. Wir werden sie nicht durchleuchten, Leute. Wir werden sie einfach nach und nach aufmachen. Ich will mir die Spannung hier nicht nehmen lassen. Das Angebot war einmal pro Person möglich gewesen und das haben viele Leute kommentiert. Das geht nicht. Und es geht mit Tapu Lili, glaube ich, ist das. Tapu Lili GX. Sehr nice. Das ist unsere erste Promokarte. Es haben viele Leute kommentiert, das geht nicht. Da sind keine Promo-Packs dabei. Man bekommt nur das 25th Anniversary Display, was wir hier gerade sehen. Und oh, das ist nice. Das ist mega nice. Was bei uns eine Promokarte ist, ist hier eine pullbare Karte und die sieht meiner Meinung nach in Japanisch nochmal ein Ticken ästhetischer aus, Leute, vor allem nicht viele machen das hier auf, das goldene Set. Warum machen das nicht so viele auf? Aus dem einfachen Grund, hier gibt es keine Classic-Karten zu ziehen. Im Japanischen setzen alle Classic-Karten nur in diesen Promo-Packs und nochmal Pikachu, sehr, sehr, sehr nice, einmal Groudon und das liegende Pikachu. Wir haben hier echt tolle Karten. Hier gibt es leider keine Classic Hits aus dem Set, aber der Big Hit ist noch immer das goldene Mew und wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück. Ich darf es in normalen Celebration Set nicht ziehen. Also ich habe es einmal nur gezogen, meine ich. Das war ein Break, aber für mich selber, ihr habt ja schon mitbekommen, wir haben schon einiges aufgemacht, war es leider nicht mit dabei gewesen und ich will mich hier alle nicht spoilern lassen. Es könnte das Glurak werden. Es könnte das Glurak werden und es ist das Reshiram Full Art, sehr nice. Ich glaube, die Karte habe ich noch nicht. Ich habe ein paar Karten von dem Set, aber das Birthday Pikachu habe ich zum Beispiel zweimal gezogen. Das ist einer der wertvollsten Karten mit dem Carpador. Wir haben hier wieder wunderschöne Holo-Karten. Ich glaube, wir haben alle von dem Set. Hier nochmal der Prismatic Foil-Effekt. Man erkennt es ein bisschen hier am Rand. Sehr, sehr, sehr nice. Sowas haben wir leider nicht. Wir haben immer, wenn es dann die Reverse-Holos, aber keinen Spezial-Holo-Effekt. Das haben wir halt öfters bei japanischen Sets auch immer hier dabei. Die holographische Energiekarte Lugia und fliegendes Pikachu V-Max, Leute. Fliegendes Pikachu V-Max auf Japanisch. Das sieht auf alle Fälle sehr gut aus. Und wir machen weiter. Leute, jetzt kommt der Big Hit. Jetzt kommt er. Ich hab's im Gefühl. Oder ich habe einfach nur die Szene umgestellt, damit das ein bisschen cooler aussieht, mehr Dynamik. Professor Eich hier außerhalb von der Karte auch sehr nice. Oh, das war das Professor Eich-Pack. Vor allem, mir kam gerade in den Sinn, hey, vielleicht kommt er ja heute auch noch. Wäre nice, ihn als Full Art zu ziehen. Einmal reicht mir vollkommen. Ich brauche ihn nicht 10-mal als Full Art. Ich habe ihn 10-mal, oder wer weiß wie oft, als deutsch-englische Karte, als englische eher. Und das reicht mir. Wir wollen hier das goldene Mew. Wir haben leider hier kein goldenes Mew herausgezogen. Nächster Pack, Leute. 25 Gold. Und ich weiß nicht, ob wir hier garantierte
Secret Rare Karten haben oder nicht, weil so viele Secret Rare Karten gibt es ja eigentlich gar nicht. Es gibt ja nur das goldene Mew in Betonung und das ist, glaube ich, nicht garantiert in jedem Pack. Wir haben noch diese Packs übrig und ich würde sagen, die Flammen müssen aus. Wir machen diese auf und lassen uns überraschen, was wir hier rausziehen werden, Leute. Habt ihr auch was gekauft? Hattet ihr die Chance gehabt? Weil, ja, vor 8 Monaten, Summer Center V, vor 8 Monaten hat mich ja nicht jeder abonniert oder nicht jeder kannte meine Videos, so gesagt. Und ich hatte da schon ein bisschen Reichweite gehabt und viele, viele Leute haben auch mir jetzt auf Instagram privat geschrieben oder im Discord, dass ihr es auch ankam und bei allen war das Angebot so wie hier, Display Plus Promo Booster für Mew. Mew habe ich zwar schon, aber ey, das nehmen wir mit. Das ist eine tolle Karte, Leute. Mew EX, sehr, sehr nice. Ja, viele Leute haben mir geschrieben, ja, gestern, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, kam es auch bei ihnen an. Und ich denke, das Video wird viele interessieren. Lohnt es sich, das überhaupt aufzumachen? Es lohnt sich eigentlich schon für den Spaßfaktor. Aber ja, Leute, das ist halt jetzt nicht mehr ein Set, was es an jeder Straßenecke gibt. Das ist schon etwas, ja, ist halt schon etwas seltener. Ich habe es gemerkt, als Celebrations angeboten wurde beim letzten Video. Schaut es euch gerne an, dass wenn du es siehst vor Ort, es ist ein ganz anderes Gefühl. Du hast das Gefühl, ein bisschen FOMO kickt schon, vor allem vor Ort zum UVP. Ist wieder was anderes, als wenn du es halt online siehst. Ach, wenn ich es online sehe, kaufe ich nicht, ist egal. Aber vor Ort ist wieder eine ganz andere Nummer. Okay, wir haben noch 2 Packs danach übrig, Leute. Werden wir daraus das goldene Mew ziehen? Palkia ziehen wir, Professor Eich und das war's. Die letzten zwei Packs. Das machen wir am Schluss auf. Und das machen wir jetzt auf. Drückt ihr die Daumen, Leute. Schreibt ein liebes Kommentar und lasst ein Abo mit der Glocke da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wie fandet ihr das Opening? Das Angebot war auf alle Fälle super cool, super gut und ich hoffe, dass sie das öfters machen. Oh, leider nichts. Last Pack Magic. Es bleibt spannend bis zum Schluss. Werden wir daraus das Lurak ziehen? Puh. Es wäre nett. Oh, es geht schon mal gut auf. Es wäre nett. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Und wir haben einen Turtok. Sehr nice.